Wie macht man Fernsehen? Das haben sich auch diese Herrschaften gefragt, damals vor 25 Jahren, als sie den ersten Privatsender Polens gründeten. Echo TV. Die meisten hatten keine Ahnung vom Fach, wollten es aber besser machen als das Staatsfernsehen. Nah an Menschen sein, mit Themen, die den kleinen Mann bewegen. Atmosphäre war fantastisch. Die Atmosphäre war wunderbar, voller Frische, aber auch Elan und Enthusiasmus. Bis heute denken wir mit Wehmut an diese Zeit zurück, weil wir das Gefühl hatten, etwas Neues zu schaffen, eine neue Qualität im Fernsehen. Die Anfänge sind äußerst primitiv. Die Sendeantenne ist Marke Eigenbau, als Studio und Redaktion dienen zwei Besenkammern. Mit VHS-Kameras ziehen die Reporter aus, um ein Programm für die Stadt Breslau zu machen. Und dieses ist völlig anders als das, was man vom Staatsfernsehen kennt. Statt Propagandaphrasen zu dreschen, fasst man hier ohne Scheu die heißen Eisen an. Zum Beispiel die grassierende Kriminalität. Noch lange bevor das Wort Reality-TV die Runde macht, geht ein mutiger Reporter Nacht für Nacht mit den Breslauer Polizisten auf Streife, mit der Kamera im Anschlag. Es herrschte damals so eine Aufbruchsstimmung, dass sich selbst diese regimehörige Polizei von ihrer menschlichen Seite zeigen wollte. Sonst waren sie eher dafür bekannt, Demonstranten niederzuknüppeln. Und deshalb waren sie sehr offen. Einmal die Woche kommt der Breslauer Oberbürgermeister ins Studio und antwortet auf die Beschwerden der Einwohner über löchrige Straßen und zugemüllte Hinterhöfe. Ein Politiker, der zuhört, statt zu belehren. Eine neue Qualität im Fernsehen. So konnten die Politiker der Volksseele auf dem Puls fühlen und gegebenenfalls ihre Pläne ändern. Zum Beispiel, fühlen sich die Anwohner durch einen geplanten Straßenneubau belästigt? Ja, dann sollten wir es vielleicht doch noch überdenken. Selbst die ganz Großen lassen sich bei Echo TV blicken. Etwa der legendäre Gewerkschaftsführer und Staatspräsident Wałęsa oder die Premierminister Cimoszewicz und Mazowiecki. Inzwischen existiert der Sender nicht mehr, doch er war eine gute Schule. So hat der Polizeireporter von damals ein riesiges Medienimperium aufgebaut. Und Polen kann stolz auf seine Medienlandschaft sein. Im weltweiten Ranking der Pressefreiheit der Organisation Reporter ohne Grenzen kommt das Land auf Platz 18. Weit vor Frankreich, Großbritannien und den USA und nur wenige Ränge hinter Deutschland. Das Lob gilt vor allem überregionalen Medien, denn es gibt einen Bereich, in dem es noch ein bisschen ist wie vor 1990. Die Lokalpresse, ein Beispiel aus der Provinz. In der Kleinstadt Srebrenica, direkt vor den Toren Breslaus, tanzen die Abiturienten auf dem Markt traditionell den polnischen Nationaltanz. Ganz vorn dabei Bürgermeister Marek Dugojima. Er ist seit Jahren im Amt und offenbar sehr beliebt. Die letzte Wahl gewann er mit 72% der Stimmen. Alles bestens also? Nicht ganz. Denn freie Berichterstattung sei hier sehr schwer geworden, klagt man bei der einzigen unabhängigen Zeitung vor Ort, der Nova. Der Bürgermeister könne mit Kritik nicht umgehen und lasse deshalb auf Kosten des Steuerzahlers ein Gemeindeblatt drucken, das ihm nach dem Mund schreibe. Es gibt kaum eine Seite ohne ein Foto des Bürgermeisters. Bürgermeister mit Kindern, hier mit dem Pfarrer, hier noch einmal. Die ganze Zeitung ist nur einem Mann gewidmet. Auf 60 Seiten kommen nicht selten 30 Bürgermeisterfotos, erzählt Dugosz. Man kommt sich vor, wie in der Zeit zurückversetzt, wie im tiefsten Sozialismus. So wie man es heute aus Nordkorea kennt. Kim Jong-un hier, Kim Jong-un da. Genauso sieht es auch bei uns aus. Doch der Bürgermeister weiß sich nichts vorzuwerfen. So wie es in der Stadt 15 Apotheken gibt, 6 Bäckereien und 20 Lebensmittelgeschäfte, so kann es doch auch mehrere Zeitungen geben. Doch es herrscht keine Chancengleichheit, denn der Bürgermeister redet nur noch mit seiner Hofzeitung und nicht mehr mit der Unabhängigen. Alle kritischen Fragen, etwa zum Stadthaushalt, würden verzögert beantwortet oder auch gar nicht, klagt der Chef des unabhängigen Blattes, der schon oft deshalb vor Gericht ziehen musste. Diese Tendenz, unabhängigen Medien das Leben schwer zu machen, gibt es in ganz Polen.
Wir sind kein Einzelfall. Solche Fälle gibt es zuhauf. Wir haben deshalb einen Verein der Lokalpresse gegründet, sprechen bei Parlamentariern vor, aber die tun nichts dagegen. Verständlich, sind ja auch Politiker. Vor 25 Jahren sind die ersten freien Medien Polens entstanden. Heute hat das Land starke überregionale Medien, die Stützen der Demokratie. Doch in vielen Kleinstädten ringen Journalisten noch um mehr Pressefreiheit.